Ist ein großer Augenblick für die Autobots. In wenigen Minuten werden wir unseren neuen Energiegenerator in Betrieb nehmen. Tief aus dem Inneren unseres Planeten wird er Energie an diese Speichereinheiten liefern und so unsere Energieversorgung sichern. Zieh den Hebel, Grimlock! Grimlock, ich vergessen habe Hebel. Dabei habe ich sie mindestens 5-mal erklärt. Grimlock jetzt wieder einfällt. Was macht er da? Grimlock! Dummer Grimlock. Zieh falschen Hebel. Der da gut aussieht. Jetzt hat er auch noch den Alarm ausgelöst. Falsch. Vielleicht einer davon. Ene, mene, meine, mu. Das auch sehr gut aussieht. Ausprobieren. Grimlock nicht! Es ist der mittlere da drüben. Das Grimlock sich gleich gedacht. Vielleicht denken Grimlock dumm ist, ich nicht dumm bin. Grimlock, höchster Dinobot der Welt. Bedauerlicherweise hast du leider recht, Grimlock. Ich denke schon lange über neue Gehirne für die Dinobots nach. Was? Grimlock dir gleich was erzählen wird. Pass auf bloß. Also los, tun wir es doch. Meine Kleinen und ich brauchen Zaster und Galvatron bezahlt gut. Gut, dass nichts passiert ist. Galvatron sagt, er hätte im ganzen Universum nichts mehr von dem Zeug auftreiben können. Na los, gib's rein. Wir kommen zu spät, Kosmos. Wir verpassen die ganze Feier. Schade, ich wäre gern dabei gewesen, wenn Sie den neuen Generator starten. Hätten wir unsere Zeit nicht damit vertrödelt, im Weltraum nach Decepticons zu jagen, dann wären wir... Was ist los, Kosmos? Ich weiß nicht, ich... Oh! Felix ist hier! Nur keine Panik, Kumpel! Bin schon unterwegs! Nein! Ich verliere die Kontrolle über die Steuerung! Autobots, wenn mein Okular mich nicht täuscht, dann brauchen Skylinx und Kosmos dringend Hilfe. Grimlock, ich sagen wir sie retten müssen. Diesmal sind wir uns einig. Was denn los ist? Ihre aeronautischen Transistoren sind wohl gestört worden. Hm? Er meint, sie konnten nicht mehr fliegen und sind abgestürzt. Ich mir gedacht. Ich fliege Skylinks zur Wartungsplattform. Etwas stört meine Transformierungskontrolle. Wir brauchen Hilfe! Hör zu, Ultra Magnus! Hier ist der gute alte Blaster von Plattform Alpha! Hier stimmt was nicht, Autokuppels! Ganz und gar nicht!
Die Ursache der Störungen liegt im neuen Energiegenerator im Innern von Cybertron. Er sendet unbekannte Kraftströme durch den Zentralschacht. Diese Ströme dringen in die Energiespeicher von Plattform Alpha und stören dadurch die Systeme der Autobots. Grimlock, ich das alles nicht kapiere. Was sollen wir tun, Teletran 2? Schaltet den Generator ab und repariert ihn. Tut ihr das nicht, werden die Ströme bald so stark sein, dass die Autobots Cybertron verlassen müssen. Für immer. Während du dich darum kümmerst, werde ich einen Kran bauen, um Skylinks und Kosmos zu helfen, Rodimus. Nimm das. Du wirst es brauchen, um dich da unten zurechtzufinden. Grimlock sieht mindestens 5 Milliarden Tunnel hier. Wie wir den richtigen finden? Wir wären in diesem Irrgarten von Tunnels wahrscheinlich verloren, Grimlock, wenn wir nicht Perzeptors Kompass hätten. Kommt mit, hier entlang. Grimlock, ich Kompass auch mal ausprobieren möchte. Nicht jetzt, Grimlock, das ist kein Spielzeug. Ich probiere ihn. Grimlock, nicht! Dumme Maschine. Na toll, wirklich toll. Das war unser einziges Hilfsmittel hier unten. Ach, keine Angst, du haben Grimlock. Wie schön für mich. Oh, ihr alle denkt, armer Grimlock, ich schrecklich dumm bin, ihr mich nicht mehr leiden könnt. Ah, das ist wirklich ein guter Zeitpunkt, um zu schmollen. Was ist, wenn er das automatische Verteidigungssystem hier unten auslöst? Kap, du bleibst bei Grimlock und passt auf ihn auf. Wir suchen so lange nach dem Generator. Wir müssen dicht am Generator sein. Was hast du denn? Ich funktioniere nicht mehr richtig. Irgendwas stört meine... Ah. Hurra! Grimlock, ich hab's gefunden! Was ist denn hier los? Wo bin ich? Ich denke, du gestört bist, Kap. Genau wie Skylinks und Kosmos. Grimlock, ich Maschine jetzt sofort ausschalten werde. Die neuen Transformers sind da. Die Triggerbots kämpfen gegen die Triggercons. Wenn sie aneinander geraten, kämpfen sie bis zum Umfallen. Transformers! Klärt sich langsam. Hey, wie hast du das Ding abgestellt? Grimlock, ich habe es nur deaktiviert. Sehr gut. Ich hätte es nicht besser machen können. Was hast du? Sag mal, hörst du etwas schlecht, Kap? Ah, manchen Autobots muss man eben einfach alles erklären. Unter Zuhilfenahme meiner Zähne habe ich die Dioden gekappt und so den Stromkreislauf unterbrochen. Hä? Grimlock, bist du in Ordnung? Hier irgendwo muss es sein. Es ist das Verteidigungssystem. Es denkt, wir wären Eindringlinge. Komm, Grimlock, ich spüre, dass unsere Freunde in großer Gefahr sind. Auch das noch. Sie sind eingesperrt, Grimlock. Warte einen Moment, Kap. Ah, wie ich's mir dachte. Da ist es. Kap, Grimlock, ihr habt uns gerettet. Mir gebührt leider keine Ehre. Es war alles Grimlock hier. Was hast du gemacht, Grimlock? Die Sicherungen durchgebissen? Das ist gar nicht nötig gewesen. Grimlock, ich habe lediglich die Risikovariable des Verteidigungssystems auf 0 reduziert. Hast du gehört, was ich gehört habe, Rodimus? Ich bin mir nicht ganz sicher. Grimlock, fühlst du dich wohl? Es ist Redbat! Das Vieh hat uns bespitzelt! Du kannst fischen mit Dinobots, Grimlock? Bitte, Snarl, versuch doch zu verstehen, dass ich im Augenblick ganz andere Sorgen habe, ja?
Aber Grimlock, Dinobots immer fischen zusammen. Ich muss herausfinden, warum der Generator funktionsstörende Kraftströme erzeugt. Ein andermal, vielleicht. Er muss herausfinden, was? Ich habe deinen Auftrag ausgeführt und jetzt will ich endlich das Geld sehen. Meine Kleinen brauchen es, verstehst du? Oh, ihr unfähigen Organics, ihr habt wieder einmal versagt. Zeig ihnen, was du entdeckt hast, Ratbat. Die Autobots haben den Generator abgeschaltet und ohne Energiequelle sind die Antielektronen, die ihr eingefüllt habt, verdampft. Dank eurer Unfähigkeit ist mein Plan fehlgeschlagen. Es sei denn, ich finde eine neue Quelle für Antielektronen. Er sagt, er kennt eine Quelle, die du noch nicht entdeckt hast. Ja, wirklich, das sagt er. Oh, wenn dein Freund lügt, dann mache ich euch beide zur Schnecke. Er hat gesagt, du solltest dich mal im Inneren von Unicrons Gehirn umsehen. Die Informationen, die ich in den Computer eingegeben habe, sind jetzt ausgewertet. Es ist genau, wie ich vermutet habe. Jemand hat Antielektronen in den Stromkreislauf des Generators eingeschleust. Antielektronen, natürlich. Sie stören unsere Energiekreisläufe. Warum habe ich denn nicht gleich daran gedacht? Naja, deine geistigen Fähigkeiten sind eben doch begrenzt. Wir müssen aufpassen. Unicron kann immer noch gefährlich sein. Sollte er aufwachen, während wir seine Antielektronen rauben, brauchen wir unsere ganze Kraft, um ihn zu zerstören. Also los, versucht die Gehirnkammer zu öffnen. Sagen du hier bist? Ich bin im Augenblick dabei, die aeronautischen Umkehrschubdüsen einzubauen. Ihr könnt mir ja helfen dabei. Was du tust? Skylinks und Kosmos sind immer noch in Reparatur und Omega Supreme ist im All unterwegs. Und deshalb baue Grimlock ich ein neues Autobot-Shuttle. Sludge, du könntest mir dabei helfen, die Tragflächen zu stabilisieren. Würdest du das tun? Du nicht mehr bist wie Dinobots, Grimlock. Ich das nicht mag. Grimlock, nichts hier lustig. Kommt mit, wir alleine jagen gehen. Meine Untersuchungen haben ergeben, dass die Antielektronen aus dem inzwischen explodierten Körper von Unicron stammen. Es existieren aber noch Antielektronen in Unicrons Gehirn und ich fürchte fast, Galvatron weiß das auch. Du hast recht, Grimlock. Wir müssen auf jeden Fall vor ihnen dort sein und sie aufhalten. Wir haben jetzt genügend Antielektronen, um mit unseren Feinden fertig zu werden. Das ist gut gegen Eindringlinge. Was? Autobots! Anti-Elektronen-Angriff! Die Autobots sind noch am Leben! Terrorcons! Ich will, dass ihr die Autobots so in ihre Einzelteile zerlegt, dass wir sie sogar als Schrott an die Junkions verkaufen könnten! Zerstören! Mein Schaltkreis scheint Achterbahn zu fahren. Wo sind wir und wer bin ich? Oh nein, es geht schon wieder los. Perzeptor! Wie sollen wir uns denn verteidigen, wenn wir uns noch nicht mal selbst unter Kontrolle haben? Das meine ich. Gib mir. Ich haben will, Autobot! Grimlock, wir brauchen dich! Grimlock, komm zurück! Euer Optimus Prime ist da. Powermaster Optimus Prime ist der größte Held aller Zeiten. Wenn man seinen Nebulon in einen Motor transformiert, verwandelt er sich zum Super-Robot. Die neuen Transformers sind da. Micromaster Transformers für die Autobots und die Decepticons. Ihre neuen Kommandos sind so klein und schnell, dass ihnen niemand folgen kann. Micromaster Transformers! They got the power to serve.
Wach auf, Noskorn! Grimlock, ich habe dich erschaffen! Dann bist du also mein Vater? Naja, in gewisser Weise schon. Aber du darfst Grimlock zu mir sagen. Du sollst mir helfen, die bösartigen Decepticons endlich zu bezwingen. Jetzt transformiere! Fräse mir einen Durchgang bis in das Gehirn von Unicron. Wolltest du denn wirklich hierher, Grimlock? Ja, ich denke, hier sind wir genau richtig, Noskorn. Ich bin Unicron. Wer wagt es, in mein Gehirn einzudringen? Jetzt ist es passiert. Wir haben ihn aufgeweckt. Ich kann doch nichts dafür. Es war Galvatrons Idee, nicht meine. Macht euch bereit zu sterben, Eindringlinge. Alle Eindringlinge müssen sterben. Ich transformiere! Ich zerstöre alle Abwehr- und Verteidigungsanlagen von Unicron! Nein, ich bin unverwundbar! Niemand kann mich besiegen! Niemand! Nein! Warum habe ich mich nur überreden lassen, hierher zu kommen? Wir zerreißen und zerfetzen dich! Ich hab schon größere Monster als euch gesehen, ihr blöden Eidechsen! Ihr seid meine neueste Erfindung. Grimlock, ich nenne euch jetzt die Technobots! Juhu! Es ist großartig, ein Technobot zu sein! Mein Name ist Stray! Super, fantastisch! Ich bin Afterburner! Wir werden Galvatron schon zeigen, wo Grimlock den Most holt! Ganz cool, Afterburner. Sagt wer? Man nennt mich Lightspeed. Ich bin noch schneller als ein Neutronenblitz. Und du, Scattershot, wirst der Anführer der Technobots sein. Aber du bist doch unser Anführer. Nein, Scattershot. Ich glaube, dass ihr mich jetzt nicht mehr brauchen werdet. Das stimmt nicht. Du hast uns gebaut. Du bist ein Genie, Grimlock. Wir können nicht leben ohne dich. Ihr könnt und ihr werdet. Geht jetzt. Die Autobots brauchen eure Hilfe. Sieh nur, Galvatron, wir haben sie! Jetzt vernichten wir die Autobots! Ah, die Anti-Elektronen! Wer war das? Gestatten, mein Name ist Scattershot! Also los, Technobots! Zeigen wir denen mal, was der Hacke ist! Wer ist das? Keine Ahnung. Es sind jedenfalls Autobots, aber ich habe sie zuvor noch nie gesehen. Terrorhans, verschmelzt zu! Abominus! Was sollen wir tun, Grimlock? Die Terrorcons haben sich in einen Riesen verwandelt. Keine Angst vor Abominus, denn die Technobots werden jetzt gleich zu Computron verschmelzt. Ich bin Computron. Meine Speicherkapazitäten sind nahezu unbegrenzt. Was ich jetzt brauche, ist Intelligenz, um meine Speicher zu füllen. Knie nieder, Computron. Ich werde dir jetzt meine Intelligenz übertragen, Computron, und wieder auf meinen alten Wissensstand zurückkehren. Aber Grimlock! Superintelligenz ist die einzige Waffe gegen die brutale Gewalt von Abominus. Es ist der einzige Weg. Grimlock, ich dir sagen, du jetzt sehr schlau bist. Grimlock, ich dir nun nicht mehr helfen kann. Daten gespeichert. Schlussfolgerung,
Priorität Vernichtung von Abominus. Feststellung, Panzer von Abominus unzerstörbar. Schlussfolgerung, Demontierung von Abominus durch starke Erschütterung. Was? Wer bist du? Name Computron. Wichtigster Auftrag, Vernichtung von Decepticons. Decepticons, zum Rückzug! Autobots, wir haben Galvatron eine Lektion erteilt, die er nie vergessen wird. Unser neuer Generator funktioniert reibungslos und durch die Anwesenheit der Technobots wird unsere Zukunft sicher sein. Wir sollten auch Grimlock danken. Grimlock? Hat jemand Grimlock gesehen? Grimlock hier ist! Er gerade Fische fängt mit uns Dinobots! Grimlock ist gar keine Intelligenzbestie mehr sein mag! Ich flehe lieber wie der gute alte Dinobot Grimlock! Die neuen Pretender sind da. In den Autobot Pretenders versteckt sich ein Transformer, mit dem sie Seite an Seite kämpfen. Aber auch die Decepticons haben Pretenders. Jetzt auch als Comic-Heft und auf Videokassette. Die Original Hasbro Transformers.